Anomalie geortet. Huit. Habe ich da einen übersehen? Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Schön. Wir sollen darüber. Okay, dann flieg mal dahin. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Okay, packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen, warmen Schiff. Druck, Atmosphäre, Grad, minus 40 Grad Celsius. Ihr schickt mich hier echt auf die Eismurmel. Der Winter ist vorbei, Leute. Ich will nicht. Jammer, Mecker, Stöhnen, hilft nichts. Ja, aber unsere neue Ausrüstung müssen wir noch anziehen. Sind wir Dickmann. Okay. Dann malen wir den mal anders an. Bringen Sie uns runter, Kello. Wir hatten diesen Planeten Habitat 6 getauft. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser.
Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Vault bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Alles okay, alles okay. Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryder. Bibi immer noch bauchfrei. Sag mal, Mädel, ist dir nicht kalt? Suvi hatte recht, was die Kälte angeht. Wenn man nicht wüsste, dass hier was ist, man käme nicht darauf, dass hier was ist. Wo treffen wir das Team vom Widerstand? Ich habe ihnen den Nav-Punkt geschickt. Viel Glück, Pathfinder. Mir war noch nie so kalt. Wir sind fast da. Nach unserer Ankunft müssen wir mit Commander Anjik reden. Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Hast du schon die Startfreigabe erhalten? Kein Glück. Die Kette schießen immer noch alles ab. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Aber nur, falls dich vorher nicht der Sturm erwischt. Lebenserhaltung ist stabil. Dass sie in Ordnung sind. Ich werde das für mich selbst entscheiden, nachdem ich mit Ephra geredet habe. Sind Sie der Pathfinder, von dem Ephra gesprochen hat? Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen soll, um hoffentlich die Moschei zu retten. Ich bin Ihr Pilot. Die Kett-Einrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Nee, schon nicht. Noch nicht. Ich komme wieder, sobald ich bereit bin. Gut, wir werden hier sein. Entdecker! Das Ersatzteil hat die falsche Größe. Ich habe gehört, Sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug.
Ja, wir nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Verbunden mit meinen besten Wünschen. Sobald Sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild Ihres Fahrzeugs verbessern. Danke. Er wird begeistert sein. Er lebt für diesen Scheiß. Klingt nach dem Bruder, den ich nie hatte. Sie finden einen Teil der benötigten Dinge hier auf Vault. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Bitte lenken Sie keine Aufmerksamkeit auf uns. Anjik vergeudet Zeit. Wir sollten da draußen sein und nach Michelle suchen. Michelle ist tot. Du hast die Explosion doch gesehen. Ja, die Explosion, die Michelle ausgelöst hat. Sie wird genau gewusst haben, wie sie sich davor schützen kann. Wir könnten einen Trupp zusammenstellen und wieder da rausgehen. Vielleicht mit Harif. Und Eshkar? Sei doch nicht so dumm, Hannah. Bitte, sei wütend. Traurig, zornig, aber bitte, vergiss diesen Plan. Wie, jetzt hat sich einer selber in die Luft gesprengt. Ich habe von dem Kettenhinterhalt gehört. Ist Alda in Ordnung? Es geht ihr gut. Alda hat schon Schlimmeres durchgemacht. Schön, Sie wiederzusehen, Commander Dozier. Und Sie, Jol. Sie müssen Ryder sein. Jol hat uns berichtet, was Sie für Kirans Team auf Haval getan haben. Ich bin Anjik Dozier, Commander dieses Lagers. Sie sind hier als Verbündeter der Angara willkommen. Ich weiß die warmherzige Begrüßung zu schätzen. Das ist ein Witz, um das Eis zu brechen. Verstehen Sie? Warm? Eis? Kann mich bitte jemand erschießen? Wahrscheinlich ein Übersetzungsproblem. Mag sein. Scherz beiseite, ich hoffe, Sie werden uns im Kampf gegen die Kette unterstützen. Wir können Hilfe gebrauchen. Wir haben die Kette auf Distanz gehalten, konnten aber keinen entscheidenden Schlag gegen sie führen. Je länger das alles dauert, desto schlechter wird unsere Lage. Wenn Ihr aktueller Ansatz nicht funktioniert, müssen wir einen anderen finden. Unser Hauptproblem ist der Mangel an Kämpfern. Wenn Sie wissen wollen, wo Sie wirklich etwas bewegen können, gehen Sie zu dem Posten, von dem aus Sie das ganze Tal übersehen. Auf Vault passiert nichts, ohne dass unsere Beobachtungsposten davon erfahren. Bevor Sie gehen, kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Wie halten Sie sich gegen die Kette? Es ist nicht einfach. Wir hatten Erfolge, aber wir sind nur eine kleine Truppe. Zu klein. Hat Ephra keine Rekruten geschickt? Die meisten von ihnen sind jung und nicht ausgebildet. Um die Kette zu besiegen, brauchen wir Sanitäter, Techniker und erfahrene Kämpfer. Dann werden Ryder und ich helfen. Werden wir? Wenn der Commander Rekruten braucht, werden wir welche finden. Ich bin ein Fremder. Wie könnte ich jemanden überzeugen, sich Ihrem Widerstand anzuschließen? Sie mögen fremd sein, aber Jol ist ein erfahrener und leidenschaftlicher Soldat. Er hat schon in vielen von uns den Kampfeswillen geweckt. Na gut. Jol hat recht. Wir können die Leute finden, die Sie brauchen. Ich nehme mit Freuden jeden auf, den Sie mir schicken. Ich danke Ihnen, Ihnen beiden. Wie lange gibt es den Widerstand schon? Fast so lange wie die Kette. Nach der Vernichtung unseres Militärs haben die Zivilisten den Kampf selbst in die Hand genommen. Sie haben mit letzter Bemühung den Widerstand gegründet, um unsere Heimat zurückzuerobern. Es scheint zu funktionieren. Erst seit Ephra die Führung übernommen hat. Seine Taktiken haben uns den Vorteil gegen die Kette verschafft, den wir gebraucht haben. Aber selbst jetzt sind wir noch weit von einem Sieg entfernt.
Ich habe Ephra kennengelernt. Er ist interessant. Er hat noch nie einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Er kann streng sein, aber er ist genau das, was der Widerstand braucht. Ephra hat aus einer verstreuten Bande von Zivilisten eine effektive Armee gemacht. Unsere Erfolge gegen die Cat verdanken wir ausschließlich seiner Führung. Die meisten scheinen ihm sehr viel Respekt entgegenzubringen. Weil er alles für sein Volk tun würde. Und dasselbe inspiriert er auch in uns. Wir teilen vielleicht nicht immer Ephras Meinung, aber wir würden ihm bis ans Ende der Sterne folgen. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Ich habe von diesen Dark gehört. Dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Yes. Warum stehen Sie hier rum? Haben Sie nicht irgendwo anders zu tun? Ich weiß gar nicht, welche Frage ich zuerst beantworten soll. Wie wäre es mit keiner? Ich wollte einfach nur meine Überraschung darüber zum Ausdruck bringen, dass mir jemand im Weg steht. Dr. Harin, Ryder könnte uns vielleicht mit den Notfalllagern helfen. Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Cat-Angriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut. Machen Sie sich auf den Weg. Geben Sie mir eine doppelte Dose Summer, schnell! Eine doppelte? Sind Sie... Tun Sie es einfach! Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen. Für die Ausrüstung ist alles verantwortlich. Wir sollten uns mit ihm unterhalten. Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Das ist meine Freundin Maisie. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Hier sind überall Cat. Wie kommen Sie da an Vorräte? Auf demselben Weg, den wir genommen haben. Boot ist voller Höhlen und verborgener Pfade. Es ist schwierig reinzufliegen. Darum bringen meine Kinder die meisten Dinge nach und nach hierher. Ihre Kinder? Sie sind aufgrund ihrer Größe für die Cat schwer zu entdecken. Wir alle tun, was wir können. Auch die Kinder. Ach du Scheiße. Was halten Sie von Ephra? Nicht alle denken gut von ihm. Aber sein Plan ist kühn und der Widerstand ist wichtig. Ich werde tun, was ich kann, um ihm zu helfen. Bis ich es irgendwann nicht mehr kann.
Verkaufen Sie irgendetwas, das wir brauchen könnten. Ich habe so gut wie nichts mehr übrig. Und das, was ich noch habe, werden wir selbst brauchen, wenn wir gegen die Cat eine Chance haben wollen. Wenn Sie die Cat-Station auf der südlichen Straße räumen, könnte ich vielleicht mehr herbringen. Und etwas für Sie zurücklegen. Viel Glück und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Jarl wohlbehalten zu uns zurückbringen. Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Hatten Sie da draußen einen Zusammenstoß? Die Cat werden mutiger. Eine Gruppe von ihnen hat letzte Nacht unsere Patrouille angegriffen. Unsere Leute kamen ohne größere Probleme davon, aber ich muss sie trotzdem untersuchen. Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht. Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Ihr seid mir schon so Pflänzchen. Es ist sicher hart, an einem Ort wie diesem zu leben. Es ist nicht ganz einfach, trotz Kälte und ohne Sonne für Moral zu sorgen. Die meisten von uns kommen von Aya oder Haval. Es ist also eine große Umstellung. Das Immunsystem lässt nach, die Leute werden krank. Aber wenn die Zivilisten in den Siedlungen hier leben können, ohne sich zu beschweren, dann schaffen wir das auch. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Ich habe mir die Rekruten angesehen, die F-Rounds geschickt. Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn! Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Ihre Nachrichten besagen etwas anderes. Sie haben seit Wochen keine Lieferung mehr erhalten. Diese Datenpads waren verschlüsselt. Wie haben Sie... Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Ich kann mir den Übergabeort gerne mal ansehen. Dann wird auch keine Unruhe aufkommen. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen. Aber ich kann Sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Joel, mein Freund!
Willkommen zu Hause. Entschlüsselung abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Das Knabberzeug schon beim letzten Mal.